Mitteleuropa. Alle von mir gesehen. Also. Ja, hallo und willkommen auf dem SPD-Parteitag. Wir von Abgeordnetenwatch sind hier heute zu Gast, um einfach mal zu schauen, wie steht die SPD zum Thema Lobbyismus. Wir befinden uns hier in der Messehalle, in der die Interessenvertreter ihre Stände haben. Und wir werden jetzt einfach mal mit einigen sprechen und vielleicht kriegen wir auch den ein oder anderen SPD-Politiker und finden heraus, wie steht die SPD zum Lobbyregister. Wir haben mal eine Frage. Sie sind ja jetzt hier als Interessenvertreter für Audi. Der Kollege? Alles klar, sehr gerne. Sie sind ja hier als Interessenvertreter für Audi, richtig? Ja. Was ist denn Ihr Job heute hier? Ich erzähle was über unsere Technik, die wir sozusagen im Feld haben. Und wem genau erzählen Sie das? Jedem, der daran interessiert ist. Ihnen jetzt auch gern. Und haben Sie Termine mit Politikern? Habe ich auch immer mal wieder. Jetzt nicht nur hier, sondern praktisch immer. Wir bieten uns hier als Ansprechpartner für die Themen im Bau an. Wir haben auch Termine und es kommen aber auch viele so vorbei, die sich so für unsere Fragestellungen, Themen interessieren. Sie haben Termine mit Abgeordneten, Ministern? Haben wir nicht. Keine einzigen Termine? Nein, wir sind einfach da und die Leute kommen zu uns. Würden Sie denn Kontakte offenlegen, wenn es hier jetzt zu Treffen kommt und Sie hier interessante Themen besprechen? Also von meiner Seite spricht da nichts dagegen, aber... Wie sieht es im Unternehmen aus? Also grundsätzlich sind wir da sehr offen, wenn wir Kontakte haben. Wir verstecken uns da nicht. Herr Schwabe, ist die SPD zum Thema Transparenz bei Lobbyismus gut aufgestellt? Ich glaube das schon. Also ich glaube, wir haben uns klar positioniert, dass wir ein Lobbyregister haben wollen. Wir haben auch eine Debatte schon mal darüber geführt, dass wir auf Heller und Pfennig haben wollen, dass Abgeordnete ihre Nebenverdienste offenlegen. Das ist am Ende in einem Kompromiss gemündet mit der Union. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man nochmal andere Mehrheiten sucht, um das entsprechend durchzusetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in den nächsten Wochen auch diskutieren werden. Wir sind jetzt hier gerade am Stand vom MSD. Insgesamt sind ja hier mehrere Interessenvertreter auch bei der SPD vertreten und zahlen, nehme ich mal an, Miete für diese Parteistände hier, was ja erstmal als Sponsoring-Einnahme gilt. Sind Sie dafür, dass diese Sponsoring-Einnahmen wie Parteispenden auch veröffentlicht werden müssten? Ich persönlich fände das richtig. Das ist aber in der Partei nicht unumstritten. Ich bin für ein klares Lobbyregister im Deutschen Bundestag. Ich bin auch der Meinung, dass wir also die Zahl der Lobbyisten, die Zutritt haben, einschränken sollten, dass die Lobbyisten also ausgewiesen sein müssen und dass auch klar ist, wer welchen Lobbyisten vorschlägt. Viele Gesetze kommen ja auch aus der Bundesregierung. Das heißt, müsste ein Lobbyregister nicht für die komplette Bundespolitik im Prinzip gelten? Ein Lobbyregister für die Bundespolitik wäre natürlich der sinnvollere Weg, das ist ganz klar. Insbesondere muss klar sein, wer an welchem Gesetz mitgeschrieben hat. Zuarbeit von Dritten muss die absolute Ausnahme sein. Es wird aus meiner Sicht zu viel ausgelagert und es ist völlig intransparent. Tatsächlich wird über diese Zuarbeit Einfluss genommen. Das kann ich auch also aus eigener Erfahrung bestätigen. Und das sollte daher erstens transparent sein und zum Zweiten auf das absolut notwendige Mindestmaß reduziert sein.